Okay, du erstmal. Ja, so, Teil 8 sind wir jetzt schon. Also, jetzt beginnt sozusagen die ethische Auswertung von dem, was bisher geschah. Die ersten drei, quasi die naturwissenschaftliche Vorbau, dann die Anwendung auf nichtmenschliche Tiere und dann jetzt die ethischen Konsequenzen für die nächsten drei Teile. Das erste, der heutige Teil ist sozusagen eher nihilistisch, irgendwie anti. Ich versuche mich diesen Themen zu nähern, wie sie eben mit der Vorgabe Naturwissenschaft oder wie wir das hier genannt haben, Metaphysik der Naturwissenschaft entwickelt wurden, eben ohne willkürliche Werte, ohne metaphysische Begründungen, aber mit denen ich eben aus verschiedenen Gründen unzufrieden bin, wie ich heute zeigen will. Dann die Gegenthese und sozusagen die Anwendung in der Praxis. Das wäre das Programm für die drei Teile. Der erste und unmittelbarste Zugang zur Ethik von naturwissenschaftlichem Standpunkt aus ist, was man vielleicht eine biologische Ethik nennen könnte und auch ein bisschen nicht von ungefähr diesen unangenehmen Beigeschmack hat. Und Franz de Waal ist erstaunlicherweise davon begeistert. Franz de Waal ist bekannt sicher durch diese sehr vielen verschiedenen Bücher, die immer davon handeln, dass sich die Moral oder sozialen Regeln bei verschiedensten Tiergesellschaften schon finden und nichts ist, was Menschen erfunden haben oder hätten. Er kritisiert das, was er diese Veneer-Theorie nennt, auf Deutsch ist es übersetzt worden als Fassadentheorie der Moral, dass die Moral einfach nur so eine von Menschen gemachte Außenfassade ist, da hinten ist das Tier, auch das Tier in uns Menschen, das dauernd durchzubrechen versucht und möchte mit dieser Fassade das also im Zaum halten, sodass also Moral etwas einzigartig Menschliches ist und sonst nirgends zu finden. Und de Waal argumentiert eben dagegen und sagt, wenn man sich das Verhalten von Tieren in sozialen Gruppen anschaut, dann ist es immer so, dass sie soziale Regeln aufstellen. Dagegen so eine theoretische Ethik, wie das in der diskutiert wird, insbesondere diese deontologischen Ethiken, die also auf Prinzipien beruhen, das hält er für völlig absurd und eigentlich naturwissenschaftswidrig. Sein ethische sozusagen Schlussfolgerung ist, man kann von einem Wesen ethisch nicht mehr verlangen, als es biologisch zu geben in der Lage ist. Gemeint ist damit nicht, man kann von ihm nicht verlangen, dass es mehr reflektiert, als es reflektieren kann, sondern er denkt, dass die soziale Regel, wie sich es in Tiergesellschaften entwickelt, letztlich das Meiste ist oder das Beste ist oder eigentlich alles ist, was man zur Ethik sagen kann. Mehr gibt es nicht. Der Rest ist einfach sozusagen nur theoretisches Gequatsche, das in der Praxis nicht viel Anwendung hat. Also auch die menschlichen Regeln sind nur einfach so in der sozialen Gruppe entwickelt, wie sie halt sich ergeben, wie es halt möglich ist. Und es gibt darüber hinaus kein Gut und Schlecht oder überhaupt eine mögliche Diskussion darüber. In meinen Augen ist das halt der klassische naturalistische Fehlschluss. Es entwickelt sich halt irgendwie evolutionär eine Gruppe und die hat also die Erfahrung gemacht oder sich evolutionär durchgesetzt mit irgendeinem Regelset und das soll dann Ethik sein. Die Frage ist, wie das mit Menschenrechten dann einhergeht, wie kann man zum Beispiel Nürnberger Prozesse führen gegen Kriegsverbrecher, wenn man nicht von einer übergeordneten Ethik ausgeht. Außer man sagt, das war keine Gerechtigkeit, die da passiert ist, sondern das war Siegerjustiz und einfach die Stärkeren legen die Regeln fest und die anderen sich anzupassen. De Waal würde das möglicherweise so formulieren, er drückt sich aber darum, von Menschenrechten zu sprechen. Und deswegen finde ich dieses ganze Konzept eigentlich sehr bedenklich. Also für mich kommt das sehr nahe an Sozialdarwinismus. Dagegen die rationale Ethik, aufbauend jetzt auf der Metaphysik der Naturwissenschaft, was so viel heißt, dass das willkürliche Setzen von Werten ausgeschlossen ist, da passt vielleicht auch der Begriff Würde dazu, dass man einfach nicht sagen kann, dieses und jene Entität, dieses und jene Wesen hat eine Würde an sich, das sage ich also so metaphysisch-dogmatisch dazu, das wäre ausgeschlossen und natürlich auch metaphysisch-spirituelle Begründungen oder religiöse Werte. Also welche Werte existieren dann eigentlich real? Und Dieter Birnbacher, deutscher
Philosoph und Ethiker sagt, es gibt eigentlich nur eine einzige Möglichkeit, wenn man sich dem naturwissenschaftlich oder wissenschaftlich oder rational nähert, der Ethik, und man sagt, man kann nur Bezug nehmen auf die subjektiven Werte, bewusst, also einzelne Lebewesen, die solche Werte haben. Möglicherweise denkt er dabei nur an Menschen. Jedenfalls gibt es Wesen, die haben subjektive Werte, es gibt keine objektiven Werte darüber, und das ist das Einzige, auf der man eine Ethik aufbauen kann. Das Typische dafür ist dann der Konsequenzialismus. Das bedeutet, ich sage letztlich, wenn ich eine Handlung setze, dann ist sie gut, wenn sie für dieses Sammelsurium von wertenden Wesen positive Konsequenzen hat, und sie ist schlecht, wenn es für das Sammelsurium von wertenden Wesen negative Konsequenzen hat. Also ein reiner Konsequenzialismus, und wenn man eben das abstellt auf die Einzelwesen, die eben Werte oder Empfindungen diesbezüglich haben, etwas als gut und schlecht empfinden können, dann kommt man halt schnell zu dieser utilitaristischen Idee der Maximierung von so akkumuliertem Netto-Wohlbefinden und eben der Leidensminimierung. Das sind also die Klassiker, das Wohlbefinden ist positiv, Leiden ist negativ, jetzt möchte ich eine Handlung setzen, in deren Konsequenz möglichst viel Positives, also viel Wohlbefinden entsteht, und möglichst wenig Negatives, also möglichst wenig Leiden. Es gibt aber mit dieser Zugangsweise eine ganze Reihe von Problemen, die jetzt auch im Rahmen dieses Vortrags noch alle thematisiert werden. Aber das eine ist einmal, dass sich das Wohlbefinden und Leid verschiedener Wesen nicht wirklich sinnvoll summieren lässt. Als in der Mathematik spricht man davon, dass eben man nur Dinge summieren kann, die also sozusagen in einem mathematischen Gebilde summierbar sind, also die sozusagen in ausreichend zusammengehören. Nicht mehr, man kann nicht Äpfel und Birnen summieren, ich weiß nicht. Es ist eben problematisch, und insbesondere, wenn da jetzt ein Wohlbefinden und ein Leid von verschiedenen Wesen auftritt. Beispiel, da hat man also das rassistische Gefühl, ich möchte nicht mit diesem und jenem Wesen, diesen und jenen Menschen zusammen sein, wird dann sozusagen subtrahiert oder addiert zum Leid unter Rassismus, ganz egal, ob jetzt das gerechtfertigt ist oder nicht, es geht ja nur um das subjektive Empfinden, und da sträubt sich einem ja alles, da sind diese Prinzipien von Gerechtigkeit ja dabei ignoriert. Man kann natürlich sagen, möglicherweise sträubt sich einem, und ist trotzdem richtig, man muss sich dran gewöhnen, aber de facto ist nicht wirklich ein Kalkül angebbar, wir werden noch diskutieren darüber, ein Kalkül anwendbar, wie man eben Wohlbefinden und Leid verschiedener Wesen irgendwie summieren kann. Zusätzlich kommt die Frage nach dem Tod, die ist dann natürlich irrelevant, weil was ist die Konsequenz, wenn ein Lebewesen tot ist, danach empfindet es weder gut noch schlecht, Voraussetzung Metaphysik der Naturwissenschaft, dann gibt es ihm sozusagen kein Nachleben, wo man dann irgendwas empfinden kann, und daher müsste der Tod eigentlich immer irrelevant sein, außer mit indirekten Konsequenzen für diejenigen, die diesen Tod beobachten oder für die dieses Wesen dann abgeht, das gestorben ist. Und insofern wird der Tod in diesem Bild eigentlich vollkommen irrelevant. Ja, und natürlich auch die Frage eben der Ethik, ist gut nicht von der Absicht abhängig und weniger von den Wirkungen. Beispiel, ich möchte etwas Gutes tun und handle also irgendwie fair, und dann sagt mir einer, wenn du fair handelst, dann sprenge ich irgendwas in die Luft. Die Konsequenzen sind dann negativ, das heißt, es war von mir unethisch, fair zu handeln. Auch da sträubt sich irgendwie alles, nicht? Also da hat man dann also die Frage, ob nicht eine deontologische Ethik stärker ist als eine konsequenzialistische. Man kann sagen, man hat gut gehandelt, es hatte aber negative Konsequenzen. Also irgendwie trennt sich das, die Konsequenz von der Absicht. Eine Möglichkeit, über das rein subjektive Werteempfinden hinauszugehen, ist unter Kognitivismus eingeordnet, nämlich, dass man versucht, richtig und falsch oder gut und schlecht zu objektivieren, indem man es unter Menschen als intersubjektiv definiert. Irgendwie im Hintergrund steht die These, dass evolutionär für alle Menschen gewisse Werte sich entwickelt haben, die sie eben als gleich empfinden oder nicht. Wird tatsächlich diskutiert und verschiedene Leute finden das positiv, allerdings ist das natürlich total anthropozentrisch, dass man das auf Menschen abstellt und was in deren Evolution passiert ist, wie kann man da dann
eine Übereinstimmung, einen Konsens mit Nichtmenschen finden. Möglicherweise würde in diesem Weltbild sowas gar nicht nötig sein, aber dazu ist mir dann die Definition von Menschsein wieder zu vage. Und es ist natürlich irgendwo auch ein naturalistischer Fehlschluss zu meinen, da gäbe es solche evolutionär entstandenen Qualitäten und die muss ich dann akzeptieren als richtig oder falsch. Das sind eben logisch verschiedene Konzepte zwischen dem, was ist und dem, was sein soll, die eben hier auch zu trennen sind. De facto, wir haben es ja diskutiert, aus den naturwissenschaftlichen Erkenntnissen folgt, dass Bewusstsein Werte schafft. Durch das Verstehen folgt, aus dem Verstehen schließt das Lebewesen, das fähig ist zu Bewusstsein, bewusst auf etwas, was es will und entsprechend wertet es. Es findet gut das, was dem eigenen Willen förderlich ist und schlecht, was dem entgegensteht. Es kommt also automatisch mit dem Bewusstsein auch ein subjektives Werten in die Welt. Und dieses bewusste Werten bezieht natürlich Affekte mit ein, aber eben auch soziale Regeln, wie es der Franz de Waal sagt, aber da bleibt es eben nicht stehen, sondern eben auch noch alle möglichen anderen Aspekte. Und so bildet sich also um jedes bewusste Lebewesen sozusagen eine Weltsicht mit einem Set von Werten. Und das nenne ich ein Präferenzensystem. Also ein Präferenzensystem hat einen Bezugspunkt, das ist dieses eine Wesen, und dessen Werteachsen sozusagen. Und für jedes Lebewesen mit Bewusstsein gibt es jetzt ein eigenes Präferenzensystem. Und wenn die natürlich unter Umständen ähnlich sind, diese Wesen, dann könnten sie auch ein ähnliches Präferenzensystem haben, aber es wird doch immer ein bisschen verschieden sein. Wie kann ich jetzt Werte miteinander abwägen? Das Problem ist natürlich, dass Werte immer von so einem Präferenzensystem abhängig sind und man kann jetzt, um die Diskussion zu vereinfachen, zwischen den konformen Aspekten des Lebens unterscheiden. Konform sind Abbildungen in der Mathematik, wenn sie eben die Winkel erhalten, und hier ist gemeint, wenn ich eben vergleiche etwas und etwas anderes, das mein Leben oder mein Präferenzensystem nicht verändert, dann kann ich so etwas vergleichen. Also zum Beispiel esse ich eine Birne oder einen Apfel. Wenn ich eine Birne gegessen oder einen Apfel gegessen habe, habe ich danach nicht ein anderes Präferenzensystem. Strukturelle Aspekte des Lebens sind aber jetzt jene, wo sich das Präferenzensystem schon verändert. Also wenn ich zum Beispiel sage, will ich lieber so oder so sozialisiert werden, will ich lieber im Dschungel aufwachsen oder in einer Stadt, je nachdem, wenn ich das tue, habe ich danach ein anderes Präferenzensystem. Und selbst also für ein Lebewesen schon kann ich dann solche Aspekte nur sehr schwer vergleichen. Also wenn es schon eine Abwägbarkeit gibt, dann nur im Rahmen eines Präferenzsystems die konformen Aspekte eines Lebens. Man sieht also schon, wie sehr das eingeschränkt ist. Jedenfalls ist ein objektiver Werteabgleich dann nicht möglich. Wenn ich jetzt eben die Wertigkeit einer Präferenz im Rahmen eines Präferenzsystems mit der einer anderen Präferenz in einem anderen vergleiche, dann ginge das nur, indem ich ein übergeordnetes Präferenzensystem habe, das die beiden selber bewertet, diese beiden Präferenzensysteme. Und das ist sozusagen die Voraussetzung quasi eines Gottes, insbesondere wenn das übergeordnet über alle Bewusstsein sein soll. Und die Folge ist, wenn wir die Metaphysik der Naturwissenschaften voraussetzen, ist das ausgeschlossen. Das heißt, wir können keinen objektiven Werteabgleich durchführen. Objektiver Werteabgleich heißt, dein Wert ist besser als deiner, nicht? Dass ich das also von oben sagen kann. Oder diese Situation, das ist objektiv besser. Also, das kann ich nicht machen. Die Leidensfähigkeit soll ja jetzt so ein objektiver Wert sein, den ich sozusagen annehmen kann als grundsätzlich negativ, nicht in diesem utilitaristischen System, oder wenn ich die subjektiven Werte einbeziehe, wie Singer oder Birnbacher das machen, dann ist davon auch eben, wird gesagt, wenn ich mich wohlfühle, mein Wohlbefinden ist positiv, Leiden ist negativ. Allerdings Leidensfähigkeit umfasst eben nicht alle Werte, sondern ist nur ein spezieller Fall
der Fähigkeit, deines autonomen Bewusstseins zu bewerten. Beispiel, Beispiel ein Essen, nicht? Das ist eine simple sozusagen Form des Bewertens. Mir schmecken Tomaten nicht, Tomaten sind schlecht. Das kann eben durchaus deswegen gewesen sein, weil mir irgendwann einmal da etwas Negatives passiert ist damit. Aber dennoch ist das nur ein Teil meiner Entscheidung. Ich kann natürlich trotzdem entscheiden, ich möchte Tomaten essen und ich kann sie mir auch ankonditionieren, dass sich meine Werte ändern. Also Leidensfähigkeit allein umfasst das nicht, insbesondere weil Leiden auch manchmal subjektiv positiv empfunden wird. Hier eine ganze Reihe von Beispielen, insbesondere das Leben in der Wildnis, Angst in der Felswand. Das wird einem von, von Bergsteigern, kürzlich war die Diskussion, 70er Geburtstag von Reinhold Messner, und da haben wir verschiedene Bergsteiger diskutiert und da war also immer die ewige Frage, warum macht sie das eigentlich? Und eigentlich durch die Bank haben sie alle gesagt, also Lust jedenfalls nicht. Es ist weder der Moment des schwierigen Kletterns lustvoll, also jetzt geht es um so ein Extrembergsteigen. David Lama war zum Beispiel auch dort mit dieser Besteigung von den Cerro Torre. Also weder ist das Klettern lustvoll, noch ist der Moment am Gipfel lustvoll, da haben wir schon wieder Angst vorm Runtergehen. Und wenn das Ganze verstanden ist, dann hat man auch kein Lusterlebnis, weil dann ist man sogar eher depressiv, wenn man eben ein Projekt beendet hat und sozusagen nichts mehr vor einem steht. Also es gibt, wenn man sich bemüht, nicht einen einzigen Punkt, wo jetzt die Lust erlebt wird. Also insofern kann man nicht sagen, die machen das aus Lustgefühl und weil es Spaß macht. Es ist ständiges Leid. Also es ist von der ersten Minute beim Klettern Leid, es ist Angst am Gipfel und es ist die Depression am Ende. Also es ist nur Leid und trotzdem machen sie das. Also erstaunlich, aber wahr, man muss, glaube ich, anerkennen, dass Leiden mit ihm fast in dieser hedonistischen Bedeutung bei weitem nicht das umfasst, was man als positiv oder negativ hier begreift. Und Leidensminimierung kann bestenfalls als erste Näherung für eine autonome Entscheidungsfreiheit heranziehen. Das heißt, wenn ich ein Lebewesen habe, das, von dem ich absolut gar nichts weiß und ich muss über diesen Kopf entscheiden, dann kann ich vielleicht einmal sagen, ich möchte ich so handeln, dass es nicht leidet oder möglichst wenig leidet. Aber grundsätzlich sollte ich dem Wesen selbst die Möglichkeit geben, seine eigenen Werte umzusetzen und das sozusagen hinnehmen. Aber was ich daraus jedenfalls auch lerne, ist, dass das Lebewesen selbst da die Entscheidungshoheit hat. Nicht? Wenn das Lebewesen sagt, das ist für mich ein hoher Wert und das überhaupt keiner, dann ist das sozusagen wahr oder richtig. Das ist hinzunehmen. Da kann ich nicht sagen, nein, objektiv gesehen ist das ein Unsinn, weil jetzt leidest du und das ist objektiv negativ. So ist das nicht. Im Tierschutz haben wir das interessante Phänomen, dass wir Menschen gegenüber nicht individualistisch sind. Das heißt, hier gibt es Grundrechte, die Menschen vor so einem reinen Konsequentialismus schützen oder vor einer Abwägung von, also Summierung von Leiden oder, und Wohlbefinden. Nicht? Also das klassische Beispiel, Einsiedler-Oma, die sehr reich ist, wir bringen sie um die Ecke, ganz schmerzfrei, und dann haben wir sehr viel Geld und können das also an die Armen verteilen, die dann alle sich wohlfühlen. Nicht? Die Oma ist weg, die fühlt sich nicht schlecht und sie geht niemand ab, sie hat eh niemand gekannt und ihr Geld hebt das Wohlbefinden. Nicht? Grundrechte schützen vor so einem Vorgehen. Man reduziert eben mittels Grundrechten die Menschen nicht auf reine Behälter von Wohlbefinden und Leid, sondern sagt eben, sie sind Subjekte, die selbst autonom entscheiden können, was für sie gut oder schlecht ist. Das kann ich ihnen nicht aufoktroyieren. Und es ist also sozusagen ein Schutzschild um ihre eigene autonome Entscheidungsfreiheit. Bei den Tieren ist das nicht so. Bei den Tieren, da wird eben jedenfalls im Tierschutz utilitaristisch argumentiert und ständig zwischen Leid und notwendigem Übel abgewogen, insbesondere im Verfassungsgerichtshof, obwohl der gar nicht mal einbezieht, dass Tiere leiden. Ja, also doch nicht. Aber Tierschutz heißt Tierleid minimieren. Der schmerzfreie Tod spielt keine Rolle, wie zum Beispiel in der EU-Tierversuchsverordnung, wo gesagt wird tatsächlich, dass ein Nadelstich schlimmer als der schmerzfreie Tod ist. Man hat die Abstufung von Schaden, der durch Tierversuche entsteht, das ist also die größte Schaden ist also
große Schmerzen, die nicht gelindert werden können und lange andauern. Dann haben wir schweres Leid, mittleres Leid, leichtes Leid, das ist der Nadelstich. Und dann das kleinste Problem ist der schmerzfreie Tod. Also eigentlich eine ganz erstaunliche Abstufung hier, aber jedenfalls ausschließlich nach dem Leid, bei dem das autonome Entscheidungsmöglichkeit oder die Werte dieser Lebewesen selbst keine Rolle spielen. Man merkt es auch bei der Jagd, kranke Tiere erlösen, indem man sie totschießt, oder eben die Schaden-Nutzen-Abwägung beim Tierversuch. In der Praxis bedeutet das zum Beispiel, dass bei einem Tierschutzprozess ein Klaus Hackländer, Professor an der Uni für Bodenkultur, die Aufgabe hat, abzuwägen, ob ein Nerz mehr oder weniger leidet, wenn er aus einem Käfig in einer Pelzform herauskommt. Und seine Schlussfolgerung war tatsächlich in dem Prozess als Gutachter der Anklagebehörde, dass ein Nerz viel mehr leidet, wenn er aus dem Käfig draußen ist. Und zwar leidet er deswegen, weil er ständig Stress hat, weil er nicht weiß, ob er jetzt bald gefressen wird, weil er nicht weiß, wo er sein Essen herbekommt. Also man merkt, dass die Möglichkeit, dass der autonom entscheidet, hat überhaupt keinen Wert mehr, sondern es geht nur noch darum, Stresslevel zu messen. Und wenn man im Überlebenskampf steht, dann ist der höher, als wenn man stumm in einem Käfig sitzt und vor sich hin vegetiert. Meint Hackländer, und daraus wird geschlossen, dass also das Leben in dem Käfig, wenn der nur anständig gefüttert wird, besser ist. Ähnlich Josef Droxler bei der Frage, ob es eine Tierquälerei ist, wenn man eine Tierfabrik einfach die Türen öffnet und die Schweine können draußen auf eine Wiese gehen. Also in diesem Fall war das eine Wiese, es war ein Fluss, es war Sonne, es war warm und trotzdem war es Tierquälerei. Droxler sagt, es war Tierquälerei, obwohl also die Tiere von einem Vollspaltenboden ohne Stroh und ohne irgendeine Beschäftigungsmöglichkeit auf eine Wiese gehen konnten, und war es trotzdem Tierquälerei, in erster Linie deswegen, weil sie eben durch eine 5 Meter breite Tür gehen mussten. Und wenn 400 Schweine durch eine 5 Meter breite Tür gehen, dann kratzen sie sich gegenseitig oder reiten sich auf, weil sie sich nicht kennen, und fügen sich eben Kratzer zu, und das alles sei ein sozusagen objektiviertes Leid, während die Freude, selbst entscheiden zu können, manche Schweine haben zum Beispiel entschieden, sie gehen in den Speicherraum und reißen dort die Futtersäcke auf und essen da drin. Solche Entscheidungen haben keinen Wert in dieser Praxis des Pathozentrismus, wo nur Leid gemessen am Stresslevel versus Wohlbefinden gemessen an offenbar der Sättigung des Körpers und dem Fehlen von Stress abgeglichen wird. Und dann kommt man zu so abstrusen Schlussfolgerungen, dass ein Schwein, das auf die Wiese gehen kann, in den Fluss gehen kann, in den Futterraum gehen kann, machen, was es will, deswegen mehr leidet, weil möglicherweise ein anderes Schwein ihm aufreitet und es dabei Kratzer bekommt. Ein anderes Beispiel dieses Pathozentrismus ist diese Idee der Erhöhung der Besatzdichten anhand von Messungen der Größen der Wunden an den Füßen. Nicht? Es wird gesagt, es ist schon okay, noch mehr Tiere in solche Hallen zu stopfen, wenn nur die Fußwunden nicht zu groß werden. Also das Problem entsteht erst, wenn die Fußwunden groß sind, also dass sie einfach nur psychisch leiden oder ihnen jede Autonomie genommen wird, wenn sie in so einer Halle stehen und keinen Schritt gehen können, ist kein Problem. Das Problem entsteht erst an den Fußwunden. Wird also das Leid auf diese Fußwunden reduziert, und die Minimierung des Leidens ist, so viele Tiere reinzustopfen, bis die Fußwunden zu groß werden, dann nimmt man sie wieder weg. Also diese Idee der Welfare-Indikatoren, die man überhaupt scheinbar einführen will, statt Tierschutzgesetzen. Man möchte Tiere letztlich so in diese Haltungssysteme zwängen, bis sie gerade noch nicht sehr hohe Wunden haben, weil dann sehr große Wunden haben, weil offensichtlich dann ist das Leid noch nicht so schlimm, und das wäre dann ein Minimieren des Leidens. Der Tod ist in diesem Konsequentialismus eben nach dem Argument von Epikur überhaupt vollkommen irrelevant. Wir haben zunächst einmal das Lebewesen, das noch ganz normal lebt, und hat es natürlich überhaupt kein Problem, insbesondere wenn es nicht weiß, dass der Tod jetzt auf ihn zukommt. Dann kommt plötzlich der leidfreie Tod. Danach gibt es das Wesen nicht mehr, dessen Interessen durchkreuzt werden kann. Also konsequentialistisch gesehen haben wir vor dem Tod ein Lebewesen, das also ganz normal ist, weil es eben noch nichts weiß.
und es, während dem Tod leidet es nicht und nach dem Tod, also solange es noch lebt und nicht leidet, passiert nichts und nach dem Tod gibt es kein Leid dieses Lebewesens, daher ist nichts passiert. Also ist es kein Problem, Tiere leidfrei zu töten, sagt Epikur. Und das gilt ja eigentlich auch, wenn man Utilitarismus ernst nimmt, für Menschen natürlich ganz genauso, selbst wenn sie, und das werden wir gleich sehen, mit diesem Konzept daherkommen, dass Menschen ja Zukunftsvisionen haben, ja, die haben sie zwar, die haben sie nachher nicht mehr, wenn sie tot sind, und dann sind sie auch nie durchkreuzt worden, weil solange es gelebt hat, gab es die Zukunftsvision und wurde nicht durchkreuzt, und kaum waren sie tot, gab es die Zukunftsvision nicht mehr, ist daher nie durchkreuzt worden, es ist daher nie ein ethisches Problem entstanden. Interessant ist aber, dass nach dem Strafgesetzbuch das Töten von Menschen schlimmer ist, als sie zu foltern. Tod ist das, der Mord auch noch so leidfrei und plötzlich ist also das schlimmste Kapitalverbrechen. Hier hat man also schon wieder einen Widerspruch zwischen diesem utilitaristischen Zugang zu Tieren und den Grundrechten, die man für Menschen reserviert. Es gab jetzt eine breite Diskussion und die gibt es noch immer. Herbert Grimm zum Beispiel vom Messel-Institut nimmt ja sozusagen insofern an ihr Teil, als dass er eben auch dem leidfreien Tod von Tieren keinen negativen Wert geben will. Und da gibt es eine Reihe von Gründen, warum das so sein soll. Eins ist zum Beispiel, dass Tiere kein Interesse am Leben hätten. Sie würden nur im Augenblick leben. Es gibt eine Reihe von Philosophen und Philosophinnen, die das so beschreiben, wie zum Beispiel der Fuchs, der verfolgt wird von den Hunden bei der Hetzjagd. Der ist in jedem Moment ein neuer Fuchs. Das heißt, das Verfolgen erlebt er zwar, weil in diesem einen Moment wird er halt verfolgt, aber wenn er mal zerrissen wird, ist das immer ein neuer Fuchs und daher ist kein Fuchs verschwunden, sondern in jedem Moment ein neuer entstanden, weil er einfach immer nur im Augenblick existiert. Das würde sich daraus ergeben, dass Tiere kein Konzept von Tod haben. Probleme an dieser Sicht sind natürlich, dass das Bewusstsein, wie wir das gesehen haben, immer in einer Zeitspanne existiert. Es braucht eine Dreiviertelsekunde, bevor einem auch Schmerzen bewusst werden. Das Bewusstsein ist immer in der Zeit. Und naja, es gibt eine Reihe von anderen Aspekten, die man hier anführen könnte, eben dass Angst vor Schmerz und Todesangst anders sind und insbesondere der Tod eine Bedeutung hat. Ich erinnere an den Old Bowl von der Coco, die auch dann den Begriff Tod auf diese Weise durch gebärdensprachlich, also beigebracht werden konnte und sie da auf die Fragen, was ist für dich Tod, antworten konnte. Oder das Beispiel der Pizzahunde, die in Italien so ein Streunerrudel sind, die eben Pizza essen und dort filmisch dokumentiert ist ein Todesfall, der schon sehr beeindruckend ist, wo man sagen muss, also dass die offensichtlich, die Hunde, einem toten Hund gegenüber ganz anders agieren als einem leblosen Gegenstand, als einem lebenden Hund oder als einem verletzten Hund. Eine Hundemutter ist mit ihrem Kind zusammengelegen und das ist dann eben gestorben. Dann hat sie es 3 Tage noch bei sich behalten, dann hat sie es in einen Boden gelegt und eine Reihe von Zweigen und Ästen und Sand drüber gelegt und ist dann gegangen. Dann ist das Rudel, hat sich dann gemeinschaftlich um dieses tote Kind gestellt und hat gemeinsam geheult und gebellt. Eine Minute lang. Es ist filmisch dokumentiert, man kann es sich anschauen. Ich habe den Film, die Pizzahunde heißt er. Und ja, also man merkt sofort, für die ist das ein Mitglied ihres Rudels, das gestorben ist. Man kann sich also diesen Gedanken nicht verschließen. Und dann gehen sie weg und kommen also nicht mehr zu dieser Stelle zurück. Von Elefanten und von Schimpansen gibt es natürlich auch sehr viele Beschreibungen von solchen Todesfällen und deren Reaktionen, wo man deutlich sagen kann, also für die hat das eine spezielle Bedeutung, dass da ein Lebewesen stirbt. Menschen hätten ein Recht auf Leben, weil sie ein Konzept vom Tod haben oder hätten. Hätten, muss man sagen, weil was heißt das überhaupt? Ein Konzept, kann man wirklich begreifen, was das bedeutet, dass man verschwindet, oder kann man es nur so in Worten vor sich hin, redet man es nur in Worten vor sich hin und begreift es eigentlich gar nicht. Das Argument von Epikur bleibt in meinen Augen trotzdem bestehen, selbst wenn ich noch so sehr ein Konzept von Tod habe, wenn ich nichts vorher weiß, dass ich sterben werde und schmerzfrei dann sterbe, dann ist sozusagen von meinem subjektiven Standpunkt mir ein Problem entstanden, wenn das das einzige
der einzige Wertemaßstab ist, dann ist das, dann ist es nicht unethisch, jemanden schmerzfrei überraschend zu töten. Es wird dann gesagt, na gut, das mag sein, aber wenn wir eine Regel haben, dass Menschen schmerzfrei plötzlich getötet werden könnten, dann hätten alle Angst davor, dass ihnen das passiert, und diese Angst, unter der leiden sie dann, und deswegen hätten Menschen ein Lebensrecht. Also nur deswegen, weil sie sonst am Ende Angst hätten, wenn man kein Lebensrecht einführt. Nur erstaunlich ist, also eigentlich mehr so als Bemerkung am Rande, weil das natürlich für mich eine sehr schwache Begründung ist, aber eine Bemerkung am Rande. Im Dritten Reich bin ich immer wieder erstaunt, also wie wenig Lebensrecht die Leute hatten und wie wenig Angst. Ich habe mit einer ganzen Reihe von Leuten gesprochen, zum Beispiel einer sehr guten Freundin, deren Großmutter, sie hat gesagt, sie hat sich nie so sicher und wohl gefühlt wie im Dritten Reich. Da war endlich mal Ordnung, da war endlich mal alles bestens. Obwohl jederzeit heißt, dass man denunziert werden kann, die Gestapo kommt, man null Rechte hat, gefoltert werden kann, hatte die keine Angst, sondern nie so wenig Angst wie im Dritten Reich. Also offensichtlich allein der Umstand, dass man da, dass man solche Rechte verliert, muss noch lange nicht bedeuten, dass man Angst hat. Aber die Margin, sogenannten Marginal Cases werden dann oft genannt als jenes Fallbeispiel, das zeigt, dass man ein Grundlebensrecht braucht, unabhängig von konsequenzialistischen Argumenten, weil diese Wesen eben sozusagen Menschen wären, die durch irgendeine Art von Behinderung keinen Konzept von Tod haben. Normalerweise wird von AnthropozentrikerInnen, die eben trotzdem so konsequenzialistisch argumentieren, gesagt, sie kriegen trotzdem ein Lebensrecht, weil die nicht Behinderten oder diejenigen, die ein Konzept von Tod haben, Angst haben, dass sie marginal werden und dann plötzlich kein Lebensrecht mehr haben. Allerdings gibt es natürlich Beispiele von Marginal Cases, die man nicht wiederwerden kann. Also man könnte zum Beispiel sagen, Kleinkinder haben kein Lebensrecht, weil man kann ja eh kein Kleinkind mehr werden. Und dann braucht man auch diese Angst nicht zu haben. Interessant auch hier, dass die Masseneuthanasie im Dritten Reich keine Angst ausgelöst hat, dass er das selber treffen kann. Also auch hier gibt es ja Ärzteprozess Nürnberg oder auch eine ganze Reihe von Stellungnahmen. Diese Leute haben zum Teil irrsinnig lang gelebt, die diese Euthanasie durchgeführt haben, und nie hatten die das Gefühl, dass sie ein Problem wird, wenn sie älter werden, dass sie am Ende selber euthanasiert werden. Vielleicht hätten sie sogar die Meinung gehabt, dass das eh gut ist. Also zumindest hat man bei manchen den Eindruck gewonnen. Also jedenfalls dieses indirekte Argument der Angst scheint mir hier nicht wirklich zu zählen. Und es wird von jenen, die sagen, man kann ruhig konsequenzialistisch sein und Menschen ein Lebensrecht geben, aber Tieren nicht, dass es eben kein psychologisches Problem sei, Tiere zu töten, aber sehr wohl eins, Menschen zu töten. Da käme man sozusagen auf so eine schiefe Ebene, die dann Menschen entwertet, bei Tieren nicht. Diese These geht davon aus, dass es eine Solidarität und Empathie nur innerhalb einer Art gibt, was naturwissenschaftlich nicht haltbar ist, weil eine Art biologisch gar nicht definiert ist. Vielleicht ist es so, dass wenn man sozialisiert wird in einer gewissen Umgebung, dass man dann bezüglich denen eine größere Beziehung herstellt, und man kann ja durchaus mit Hunden sozialisiert werden und dann denen gegenüber genauso familiär und solidarisch empfinden. Oder eben kann man als Mensch unter Meerkatzen aufwachsen, wie das der John Simunya in Uganda gemacht hat, und dann empfindet man diesen Wesen wahrscheinlich Solidarität und Empathie gegenüber. Also dieses Konzept ist wieder im Wesentlichen anthropozentrisch, das also davon ausgeht, dass es so etwas wie eine Art gibt, einen objektiven Art, und das objektiv existiert, die Menschenart, und dass die Menschen bezüglich ihren Artgenossen sozusagen angeboren gewisse Empfindungen hätten. Was ist also falsch an solch einer Käfighaltung, an ohne Besatz, nicht nur am schmerzlosen Tod? Man kann Hühner, Schweine, Ratten und dergleichen fragen in Experimenten, was sie selbst entscheiden. Man kann ihnen
die Möglichkeit bieten, ein gewisses Leid auf sich zu nehmen, um ein gewisses Ziel zu erreichen. Und man kann sich fragen, warum sie selbst in die Freiheit gehen, in diesen Fällen von Hackländer und Troxler, die gemeint haben, Nerzherrn-Schweine leiden mehr in Freiheit. Warum gehen die Schweine denn von sich aus den Buchten auf die Wiese, wenn sie angeblich dann mehr leiden und das weniger wollen? Da müssten sie doch eigentlich gleich wieder zurückgehen und sich in ihre Buchten stellen. Oder die Nerze könnten ja auch in den Käfig zurückgehen. Ich habe von keinem Nerz gehört, der freiwillig in den Käfig zurückgeht. Das ist offensichtlich, entscheidet der selber, dass er nicht in diesem Käfig sitzen geht. Bei der Frauengleichstellung ergibt sich auch diese Frage zwischen Autonomie und rein hedonistischer Erleichterung des Lebens, wenn man so will, dass man in einer Phase ohne politische Mitbestimmung versorgt wird und dann eigentlich sagen könnte, also ich gebe meine Autonomie auf dafür, dass ich nicht arbeiten gehen muss und versorgt werde, aber das wollen die Leute nicht. Also die sind heute sich alle einig, dass das eine positive Entwicklung ist, dass Frauen ein politisches, gleiches politisches Mitspracherecht haben und eine Autonomie und dafür aber auch für sich eben selber sorgen müssen und nicht mehr einfach versorgt werden. Also die Mühe auf sich zu nehmen, ist es wert, wenn man dadurch Autonomie und Mitbestimmung gewinnt. Also ist offensichtlich Autonomie vom Standpunkt der Wesen her selber in ihrem Wertesystem das höhere Gut. Das findet man in verschiedenen Aspekten auch natürlich in der Selbstorganisation der Wildtiere, wo man eben Durst, Kälte, Nahrung, Konflikt hat. Wäre Leidensminimierung das höchste Prinzip, müsste man, und ich hatte so eine Diskussion mit einem Tierschützer, müsste man ja ihnen zum Beispiel eine Zentralheizung in den Wald stellen. Das hat er allen Ernstes vorgeschlagen. Ich meine, man müsste sozusagen die Wärmekraftwerke, also direkt in den Wald, wie kommen sie dazu, dass sie im Schnee dort sitzen müssen, müsste man ihnen Heizkörper hinstellen, dass sie eben auch dort sich wärmen können. Mit solchen Konzepten geht natürlich einher, dass sie vollkommen ihre Autonomie verlieren. Wenn sie die Nahrung bekommen, wenn sie die Wärme bekommen, die Unterkunft bekommen, dann können sie nicht mehr selbst organisieren, sondern sind abhängig. Und jetzt mag es so sein, dass subjektiv in diesem einen Moment es besser erscheint, ich muss mich jetzt nicht kümmern, sondern bekomme das. Aber letztlich bedeutet das ein Aufgeben der Autonomie und der Selbstentscheidung, der Selbstorganisation. Wir können uns ja auch fragen, in politischen Systemen, Demokratie oder Diktatur, Demokratie die Mitentscheidung, die natürlich mit Verantwortung bringt, oder Diktatur, wo einem alles gesagt wird, aber man natürlich nicht mehr mitentscheiden kann. Im Gefängnis ist der Zusammenbruch der Autonomie, aber inwiefern leidet man, ich weiß nicht, wenn man eben dieselben Wände anstarrt, den ganzen Tag, das Wesentliche Gefühl im Gefängnis ist jedenfalls der Zusammenbruch der Autonomie, dass man nichts mehr selbst entscheiden kann. Kommen wir zum nächsten Punkt in der Diskussion um die einen Zugang, der wo behauptet wird, es sei rationale Ethik oder eine naturwissenschaftliche Basis im ethischen Umgang mit nichtmenschlichen Lebewesen. Und da wird gesagt, dass es selbstverständlich ist oder sein muss, dass es eine Lebenswerthierarchie gibt, dass also verschiedene Lebewesen dem Leben von ihnen verschiedener Wert zugeordnet werden muss. Man findet das ganz breit in der tierethischen Literatur, sind eigentlich die großen Ausnahmen, die das nicht machen. Auch ein Tom Regan, den man jetzt hier eigentlich gar nicht mitdiskutieren kann, weil er vollkommen willkürlich Werte setzt und auch sehr christlich inspiriert ist, muss man sagen. Selbst der von Tierrechten spricht, hat eine ganz klare Lebenswerthierarchie, wie in seinem Rettungsboot-Beispiel hervorgeht. Er hat da verglichen Menschen und ein Hund, und wenn das Boot zum Sinken anfängt und es muss ein Wesen über Bord, dann ist es ganz eindeutig der Hund, weil der Hund einen geringeren Lebenswert hat. Gut, wie könnte man das begründen, wenn wir eine rationale Ethik wollen? Dann reicht es ja nicht, einfach so intuitiv zu sagen, ist ja eh klar, der Hund ist weniger wert. Ich weiß auch gar nicht, ob man das wirklich so empfindet. Also wenn man mit Hunden aufwächst und einen Hund als Freund hat, empfindet man das definitiv nicht im Vergleich zu einem
einem unbekannten Menschen. Aber in der Gesellschaft ist das sicher ein sozialisierter Wert, dass man meint, Menschen haben einen höheren Wert, einen höheren Lebenswert als Hunde. Und üblicherweise wird von mentaler Komplexität, manchmal auch von der Rolle im Ökosystem gesprochen. Je wichtiger die Rolle im Ökosystem, desto höher der Wert, weil dann eben Auswirkungen, das Verschwinden von diesem Wesen Auswirkungen auf andere hat. Aber insbesondere die mentale Komplexität ist ja fast schon ein naturalistischer Fehlschluss, weil das eben als Evolutionsziel gesehen wird. Die Evolution wird da teleologisch missinterpretiert, als ob sie sich entwickelt zu immer höherer Komplexität, was ja de facto nicht der Fall ist. Um dem zu entgehen, sagt man dann, Wesen mit mentaler, höherer Komplexität haben eine tiefere Leidensfähigkeit und daher auch eine höhere Lebensfreude. Wenn man also denen etwas antut, dann zählen die sozusagen mehr in diesem Kalkül der Leidensminimierung und der Glücksmaximierung. Aber dieser Zusammenhang ist natürlich alles andere als klar, weil subjektiv für ein Lebewesen ist eben dessen Leid zunächst einmal nicht direkt vergleichbar mit dem Leid anderer. Nicht? Also die Leidensfähigkeit und Lebensfreude zwei Wesen sind nicht vergleichbar. Selbst wenn das Lebewesen ein kleines Gehirn hat, vielleicht weniger Neokortex und weniger reflektiert, heißt das ja nicht, dass es subjektiv einen Zahnschmerz weniger stark empfindet. Ich meine, man kann durch Reflektieren vielleicht gewisses Leid sozusagen verstärken, aber trotzdem ist sozusagen das maximale subjektiv erlebte Leid gleich. Nicht? Der schreckliche Zahnschmerz ist für ein noch so Wesen mit noch so großem Neokortex wahrscheinlich gleich wie mit einem Paleokortex oder kleinen Neokortex, weil der mit dem Neokortex gar nicht zusammenhängt. Es ist das bewusste Erleben dieses Schmerzes und das wird sich durch die mentale Komplexität nicht verändern. Die Auswirkungen auf andere in Sachen des Ökosystems sind ja jetzt nicht die des betroffenen Lebewesens. Wir haben dann wieder das Übertragen auf Werte und Präferenzensysteme anderer. Wenn ich einem Lebewesen was antue, dann ist jetzt einmal die Frage, wie es für das Lebewesen aus seiner subjektiven Sicht selber ist. Und die evolutionären Werte, dass mentale Komplexität ein evolutionärer Wert hat, das ist der klassische naturalistische Fehlschluss, den man aber auch bei den ganzen Jüngern von Charles Darwin findet. Bei ihm interessanterweise ja nicht, aber dann sehr wohl, dass also hier ständig davon die Rede ist, dass etwas evolutionär höherwertig wäre, wenn es komplexer ist, weil Evolution nach Komplexem strebt, was eben schlicht nicht der Fall ist, und selbst wenn es täte, dann wäre das eben auch nur so, wie es ist und nicht, wie es sein soll. Peter Singer versucht jetzt eine überindividuelle Bewertung von Leben zustande zu bringen. Er sagt, man versetzt sich jetzt einmal in das eine Lebewesen, nimmt dessen Präferenzensystem an und dann in das andere Lebewesen mit dessen Präferenzensystem und dann sagt man von außen, welches ist mir jetzt lieber, welches würde ich eher nehmen, und dann sagt man, ich würde lieber ein mental komplexeres und eher nicht behindertes Wesen sein, und deswegen sei das Leben eines mental komplexeren und nicht behinderten Lebewesens wertvoller. Das Problem ist allerdings, dass diese Vergleichbarkeit ja voraussetzt, dass es ein übergeordnetes Präferenzensystem gibt, mit dem ich diese Präferenzensysteme bewerten kann. Das ist aber gerade nicht so. Ich verlasse ja die konformen Aspekte des Lebens und begebe mich in die strukturellen, eben die Veränderungen des Präferenzensystems, wenn ich von einem zum anderen Lebewesen wechsle. Abgesehen davon ist für jedes einzelne Lebewesen ja sein Leben unendlich wertvoll. Es ist ja von seinem subjektiven Standpunkt aus zu betrachten oder zu bewerten. Und da ist natürlich das eigene Leben zunächst einmal unendlich viel wert, weil wenn es weg ist, dann hat man gar nichts mehr. Und da kann ich also dann dieses Unendlich sozusagen nicht mit dem von anderen abgleichen. Das maximale Leid ist, naja, außen von objektiv nicht vergleichbar, aber subjektiv erlebt ist es eben maximal. Singer nimmt jetzt darauf Bezug und versucht eben sozusagen im Verhältnis zu vergleichen. Wenn der Lebenswert vergleichbar wäre, dann
können Sie sich das vorstellen durch eine Zahl. Das könnte sein, jetzt Haus um Haus, eben Laufgeschwindigkeit, Lebensalter, Hirngröße, das wären alles Werte, mit denen ich jetzt sagen kann, ein Lebewesen ist mehr wert als ein anderes, wenn es in diesen Kriterien besser ist. Aber welches Kriterium nehme ich daher? Das ist natürlich vollkommen willkürlich. Vielleicht nehme ich gerade eins, in dem ich einen höheren Wert habe. Jede Wahl wäre jedenfalls ungerecht. Das Problem von so einer Lebenswerthierarchie ist, dass ich nicht nur bei einem Rettungsboot sozusagen gezwungen wäre, sagen wir mal, man findet eine Lebenswerthierarchie, die darauf hinausläuft, dass ich weniger wert bin als die anderen, dann erlaubt das den anderen nicht nur, mich mit Gewalt zu entfernen, es könnte mich sogar ethisch dazu zwingen, mich selbst für andere zu opfern. Der Klassiker ist bei einem Tierversuch nicht, wo argumentiert wird, dass komplexere Wesen wertvoller sind und daher die weniger komplexen für sie als Versuchsobjekte verwendbar wären. Wenn ich jetzt weniger komplex bin als andere, dann muss ich mich ja sozusagen freiwillig und gerne, wenn ich ein ethisches Wesen bin, verwenden lassen. Das sind also die Konsequenzen einer Lebenswerthierarchie, die doch erstaunlich sind. Gary Warner argumentiert, dass wenn man das ernst nimmt und man findet ja bei Singer wie bei Reagan solche Lebenswerthierarchien, dann werden zumindest gewisse Tierversuche, gewisse Fleischproduktion als ethisch richtig zu akzeptieren. Reagan hat zwar Tierrechte, die grundsätzlich gleich sind und auf einem gleichen inhärenten Wert aufbauen, eingeführt, aber dann eine ganze Reihe von Prinzipien, die jeweils das komplexere Wesen irgendwie bevorzugen. Und daher kommen wir da tatsächlich auch zu einer fast utilitaristischen Abwägung. Insofern kann man sagen, also von einer rationalen Sicht her sind Lebenswerte, also ist eine Hierarchie von Lebenswerten unethisch, weil sie nach willkürlichen Kriterien gewisse Lebewesen zwingt, andere zu bevorzugen oder zu benachteiligen, beziehungsweise anders zu behandeln, als sie selbst behandelt werden wollen. Das ist jedenfalls ein Widerspruch zum Respekt vor den subjektiven Werten und der Autonomie dieser bewussten Lebewesen. Wenn wir uns so eine Wertetheorie anschauen, das heißt also, wir führen Werte ein und versuchen, einen objektiven Wert zu schaffen, der sozusagen rational begründet ist, dann wäre zum Beispiel einer, dass man sagt, wird